Schon ganz bald in der Früh sind in Salzburg die O-Busse unterwegs. Aber wie kommen die eigentlich auf die Strecke? Und wer sorgt denn im ganzen Chaos für Ordnung? Das finden wir heute raus. Und zwar in der O-Bus-Remise in der Alpenstraße in Salzburg. In den frühen Morgenstunden geht es hier zu wie in einem Bienenstock. Er ist für die Ordnung im vermeintlichen Chaos verantwortlich, Betriebsleiter Markus Perberschlager. Also um 3.30 Uhr fährt der erste Bus aus, ist der sogenannte Sammler, der fährt quer durch die Stadt und geht dann über auf die Linie 3. Und dann geht es dann bei uns so richtig los. Also ab 4.30 Uhr ist halt ein getaktetes Ausfahren. Alle paar Minuten fährt der Bus aus, weil sonst würden wir uns ja einen Stau selber produzieren. Und das läuft so dahin bis 6.30 Uhr, dann sind die Busse alle draußen. 96 Stück sind es an einem durchschnittlichen Tag. Damit alles reibungslos klappt, darf kein Busfahrer zu spät in die Arbeit kommen. Denn überholen geht in der Garage nicht. Die sind hintereinander aufgestellt und die hängen völlig richtig an der Oberleitung und ein Bus kann den anderen nicht überholen. Natürlich ist bei uns Pünktlichkeit das oberste Gebot. Logischerweise, wenn man der Vordere nicht da ist, kann der Hintere nicht ausfahren. Ne? Früher war in der Remise deutlich weniger los. 1949, als die große Zentralgarage in der Alpenstraße in Betrieb gegangen ist, hat es insgesamt nur 4 Linien in Salzburg gegeben. Jetzt sind es 12 und die Busse fahren auf 128 Kilometern Strecke. Sind die Busse erstmal draußen, geht in der Betriebsleitzentrale die Arbeit so richtig los. Das ist sozusagen das Herzstück von unserem O-Bus. Da wird alles überwacht, da laufen alle Fäden zusammen. Das ist der Ansprechpartner, der Disponent. Da ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, eine sehr stressige Aufgabe, je nachdem, was gerade anfällt. Nicht, aber er muss den Verkehr draußen managen. Ich meine, die fahren alle nach Fahrplan logischerweise, aber wenn was auftreten sollte oder wenn irgendwo eine Störung ist oder irgendein Bus einen Defekt hat etc., dann wird es interessant. Dann muss der Disponent oder die Disponentin umplanen, umleiten oder Ersatzbusse schicken. Das geht nur, wenn man alles im Blick hat. Auf der rechten Seite, das sind so Live-Bilder von der Stadt und die Überwachung natürlich auch von unserem Betriebsgelände. Dann hat man da einen Überblick in der Mitte, das Große, das ist der Stadtplan von Salzburg, wo sich die einzelnen Fahrzeuge bewegen. Und da hat man den Überblick, wie die Verkehrslage ausschaut. Wenn man es blau sieht, sind die fahrplanmäßig unterwegs, die roten sind leicht verspätet. Ganz links ist unser Stromnetz, also die Einspeisestationen für das gesamte Oberleitungsnetz, damit wir sozusagen in der ganzen Stadt elektrisch versorgt sind, denn die O-Busse fahren ja bekanntlich mit Strom. Alles im Blick hat auch Werkstattleiter Markus Schmiedlechner. Er kennt ja jeden Bus. Ja, sicher. Markus und sein Team kümmern sich um jene Busse, die nicht auf der Strecke sind, weil sie durchgecheckt oder repariert werden müssen. Von Klimaanlagen, Bremsen, komplette elektronischen Sachen wird bei uns alles selber repariert. Lenkung ganz normal wie bei jedem Dieselbus und bei jedem Auto. Reifen ist natürlich ganz viel, weil durch das, dass wir alle ein paar hundert Meter stehen bleiben, ist der Reifenverschleiß relativ hoch. Am Abend kommen alle Busse zurück. Doch geschlafen wird in der Remise nicht. Die Busse werden geputzt und ein Rangierfahrer parkt sie in einer der 4 Hallen. Ganz genau nach Plan. Und der muss natürlich auch achten, wo ist eine Baustelle, wo braucht man mit Hilfsaggregat etc. Das wird da alles schon vorgegeben von unserer Betriebsleitstelle an die Bereitstellung. Und dann stellt er die Busse genau so auf, dass nächsten Tag zum Beispiel auf der Linie 4 alle mit Hilfsantrieb sind, weil eben eine Baustelle ist. Und damit man den Bus dann richtig findet, wird das dann im System hinten eingeben. Und wenn der Lenkerin oder die Lenkerin oder der Lenker in der Früh kommt, dann sieht er eben genau, wo, in welcher Halle der steht und auf welcher Bahn. Es wird von der Bereitstellung über die Nacht aufbereitet. Damit alle Busse am nächsten Tag wieder geordnet ausschwärmen. Und wie so ein O-Bus eigentlich funktioniert und was da an Technik drinnen steckt, das schauen wir uns ein anderes Mal ganz genau an.